Mein Name ist Mirko Tochtermann, bin einer von drei Geschäftsführern der Therapit GmbH. Also ganz kurz zu mir an der Stelle. Ich könnte ja wetten, dass die Hälfte von Ihnen wegen unserem provokanten Titel hier sitzt, ja? Stirbt die Cloud. Eigentlich müsste es heißen, die Cloud ist tot, es lebe die Cloud. Das ist so ein bisschen der Ansatz des heutigen Tages. Letzten Endes wissen alle von uns, dass das Thema Cloud die letzten Jahre, ich würde sagen, als sehr großer Hype uns in unserem alltäglichen Leben begegnet ist. Auch ein bisschen gesteuert durch amerikanische Firmen teilweise, die in dem Thema Cloud das alleinige Allheilmittel der IT letzten Endes gesehen hat. Ja. Cloud ist die Antwort auf alles. Alles wird die nächsten Jahre zukünftig auf Cloud-Systemen laufen und es wird nichts mehr anderes geben. Ja, das ist so ein bisschen die Hype-Message gewesen. Jetzt sind wir in der Realität angekommen hier an der Stelle, würde ich mal behaupten. Ja. Und die Cloud ist erwachsen geworden und hat sich still und heimlich tatsächlich zu einem Megatrend gewandelt, aber halt im Sinne von Cloud jetzt wirklich real, lösungsorientiert, mehrwertorientiert einsetzbar und eben nicht als Allheilmittel für alles, sondern letzten Endes bedarfs- und lösungsorientiert in Hybrid-Cloud-Umgebungen als Beispiel oder auf Service-Ebene, wo man wirklich ganz konkrete Themen mit dem Thema Cloud lösen kann. Und das ist die Brücke, die wir Ihnen quasi hier heute bauen wollen. Und da einfach ganz konkret, das wird dann mein Kollege Arndt Rössner machen, mit dem Thema Cloud Computing Ihnen aufzeigen, wie man das im konkreten Einsatz dann verwenden kann. Und dann haben wir noch den Kollegen Schmidt, der dann einen zweiten Megatrend macht mit Mobile Internet. Und nur damit wir es vollständig haben, die Firma Microsoft sieht ja hier vier Megatrends: Cloud Computing, Mobile Internet, Big Data und Social Communication. Das sind so die vier Schlagwörter. Und wir haben eben für Sie aus unserer Sicht heute die zwei spannendsten Themen einfach mal rausgezogen und möchten die Ihnen einfach näher bringen anhand ganz konkreter Einsatzszenarien, wo man dann sieht, okay, es ist nicht nur noch ein Hype, es hat sich gewandelt, es ist ein Trend, es ist wirklich etwas, was man mittlerweile einsetzen kann, auch unter dem Aspekt Sicherheit natürlich ganz stark betrachtet. Ja. Das ist so die Message, die wir Ihnen heute rüberbringen wollen. Und dazu heiße ich Sie jetzt nochmal herzlich willkommen und würde dann an meinen lieben Kollegen, den Arndt Rössner, weitergeben, der mit dem ersten Vortrag beginnt. Motto: Stirbt die Cloud, Bausteine aus Big Company und Microsoft Azure. Die Agenda, ich will mich kurz vorstellen. Vorstellung, was ist Big Company, was ist Microsoft Azure. Kurz ein paar Worte zum Cloud-Gedanken, Möglichkeiten und ein Kundenbeispiel von uns aufzeigen. Und dann das Thema Worldwide Private Cloud in der Praxis. Das sind sehr viele Praxisteile, sehr viele ganz kleine Bausteine, wo ich das Bausteinkonzept aufnehmen will. Eine kurze Zusammenfassung und die Quellen. Ja, ich bin 35 Jahre alt, Principal Consultant bei der Firma Therabit und Microsoft Trainer. Meine Spezialgebiete sind Microsoft Infrastruktur und ich beschäftige mich mit dem Thema Cloud, seitdem es gibt, also wirklich schon viele, viele Jahre. Ideen sowie Company. Der Begriff WeCompany setzt sich zusammen aus den Begriffen Virtual und Company. Wir sehen das so, früher war so der Alltag, ich habe mein Büro, habe meine IT, habe meine Hardware und bin abgeschottet. Dann kam das Internet dazu, dann habe ich im Internet gearbeitet. Jetzt ist es eher so, dass wir in dem Bausteinkonzept sehen, das verwässert sich immer mehr. Es gibt dann die typischen Konzepte, alles auszulagern, ein Outsourcing zu betreiben. Und da sind wir vor vielen Jahren auf die Idee gekommen, einfach zu sagen, erst im kleinen Ansatz, das Büro oder die IT, die ich früher in einem kleinen Kämmerchen hatte, habe ich ausgelagert, habe mir einen Anbieter gesucht, in dem Fall die Therabit, und habe meine Company IT-technisch ausgelagert. Über die Jahre jetzt ist es nicht mehr so einfach. Und auch je nach Firmengröße, es hängt immer mehr dran. Es hängen große Bausteine dran, es hängen große Hürden dran. Aber mit dem Prinzip WeCompany von der Therabit haben wir so eine Lösung geschaffen, was verschiedene Bausteine zur Verfügung stellt, was verschiedene Module zur Verfügung stellt, um die ganze Sache leichter zu machen. Ein paar Punkte, warum benötigt WeCompany? Der Ansatz war früher immer,
die IT war, ich sage es mal, geschäftsgetrieben, war auch firmenintern getrieben. Jetzt ist es so, dass es viel schnelllebiger geworden ist. Es gibt Fachabteilungen, die wollen einmal für ein Jahr eine Anwendung haben, für ein halbes Jahr, vielleicht auch nur für einen Prozess. Software, früher ging es über Jahre. Heutzutage eine Abteilung will eine Software sofort haben, will sie nutzen können. Ein Prozess davor ist nicht mehr so wie früher. Beantragen, warten, testen, einführen, Ressourcen zur Verfügung stellen. Der nächste Punkt ist, es gibt immer wieder Schwankungen. Ich habe einen Zahlungslauf, ich habe einen Rechenlauf, ich will eine Berechnung fahren. Eine Abteilung will eigentlich nur in dem Rechnungslauf mehr Leistung haben, danach wieder runterfahren. Die Verfügbarkeit. Früher war es so, 24/7 war Großunternehmen üblich. Heutzutage auch durch mobile Telefone, durch Tablets. Ich will eigentlich immer arbeiten, im Notfall auch mal abends kurz draufschauen, Dokumente. Dann kann auch der Punkt für die Company sein, ich habe IT-Infrastruktur im Haus, die ist sehr alt, muss ersetzt werden. Da gibt es dann immer den Break, kaufe ich neue Hardware, lagere ich die Teile einfach aus. Downsizing, also jetzt in der wirtschaftlichen Lage oder auch vor Jahren, kann immer ein Thema sein. Wenn ich die Hardware gekauft habe, die habe ich da stehen, 2, 3 Jahre, 4, 5 Jahre muss ich sie betreiben. Durch das Virtuelle habe ich die Möglichkeit, einfach auch in schlechten Zeiten zu sagen, ich fahre es runter, statt die und die Ressourcen fahre ich auf Ressourcen X runter, wird die Lage wieder besser, fahre ich sie wieder hoch, sehr dynamisch. Wie man jetzt hier die Bausteine sieht, wir haben gesagt, das Thema wie Company, wenn wir das als großes Ganzes ausbauen, dann ist es interessant für Firmen, die ein Gesamt-Outsourcing planen, weil dann werden alle Module einfach outgesourced, dann betreibt es jemand extern. Wir haben jetzt für uns einfach gesagt, wir bieten das als kleine Teile an, dass dann einfach nicht auf einmal der Brocken kommt, sondern im Baukastenprinzip kann ich mit klein anfangen, kann mir das Modul raussuchen, kann mit also den Kuchen einfach einen Teil abschneiden und habe die verschiedenen Module. Bei uns sind es Module im großen Backup as a Service, Security as a Service, Monitoring, Software Deployment as a Service, WSS as a Service. Drüber steht immer auch den Produkt Infrastructure as a Service. Das bedeutet einfach, die Hardware steht bei uns, wir stellen Ihnen eine Plattform zur Verfügung. Auf der Plattform können Sie Services betreiben, entweder selbst vollständig alleine, Teil alleine, Teil gemanagt durch uns oder vollständig gemanagt durch uns. Genau, nochmal ein kurzer Überblick. Wir haben das auch genannt Everything as a Service, weil das Produkt und das Portfolio, die Company wird immer erweitert. Wir finden, also wir haben oben mal angefangen, sind dann hier so in den Bereich gekommen, dann kam Backup as a Service dazu, Monitoring as a Service. Das ist sehr dynamisch, weil es immer mehr Services gibt, die ich einfach, so wie ein Monitoring-System als Beispiel, früher habe ich mir selber aufgebaut. Heutzutage sage ich, gut, Monitoring, die IT will ich monitoren, will ich machen. Dann sage ich einfach, wie viele Server will ich monitoren, wie viele Clients, wie viele Dienste. Da will ich heutzutage nicht mehr sagen, ich baue mir eine große Struktur auf, überlege mir, wie das funktioniert, schaue danach, dass es läuft, schaue auch, dass ich die Hardware zur Verfügung habe. In dem Fall kaufe ich mir ein Monitoring-Modul, sage, ich habe so und so viele Server, will das und das monitoren, dann kommt so eine Sensorenanzahl raus, dann habe ich ein Webinterface, gehe drauf, schaue mir das an, stelle eine E-Mail-Benachrichtigung, eine SMS-Benachrichtigung ein und habe das dann einfach. Genau. Jetzt kommt der Punkt, nachher auch in dem Praxisbeispiel. Wir haben gemerkt, wie Company lokal, Deutschland, so, ist für uns kein Problem, können wir abdecken. Also wir haben Standort in Reutlingen, Standort in Ulm, Standort in Hamburg. Somit kommen wir in Deutschland, ich sage jetzt mal, auch im Rechenzentrum in Frankfurt, Stuttgart, relativ gut eine Abdeckung hin. Jetzt haben wir aber gesagt, das IT-Leben, das Firmenleben wird immer globaler. Und dann durch die strategische Partnerschaft mit Microsoft haben wir gesagt, um auch Services anzubieten, die weltweit verfügbar sind, haben wir die Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, mit Azure. Hier haben wir, sieht man nachher im Praxisbeispiel nochmal genauer, die Möglichkeit halt auch Rechenzentren, Ressourcen weltweit abzudecken. Von Südamerika, Asien, Amerika, alles. Und die Rechenzentren sind jetzt, ich sage jetzt mal, das ist Stand, eine Folie von Mitte des Jahres. Das wird immer mehr, immer weiter.
Jetzt kommen noch die Bausteine von Azure dazu. Mehrstufige Authentifizierung, das ist Token-Authentifizierung. Datenbanken können wir bei uns in die Company genauso anbieten, genauso abdecken. Da geht es eher darum, wenn ich jetzt eine Datenbank in Amerika laufen lassen will und will einen Rechnungslauf laufen, dann die Daten nach Europa zu bringen, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Kann auch einfach am Konstrukt scheitern. Azure-Speicher, ich brauche Speicher in Asien. Kann ich mir kurzfristig Speicher mieten, kann danach den Speicher wieder runterfahren. Genau. Zusätzlich VMs. Man sieht es nach dem Überblick. Es kann auch interessant sein, einfach zu sagen, ich habe meine Infrastruktur, also der Kunde hat die Infrastruktur selber, host sie in-house, hat Backup-Maschinen bei uns in WeCompany, die in Deutschland stehen. Zusätzlich wird jetzt auch mal ein Terminal-Server in Amerika gebraucht oder ein Testsystem in Amerika. Somit kann ich lokal in Amerika über Azure eine Maschine bereitstellen und kann die Maschine nutzen. Dann kommt noch Microsoft Intune dazu. Die Dienste können dann in Zusammenarbeit zwischen WeCompany, Microsoft Azure, Kundenumgebung genutzt werden. Dann haben wir vorher das Bild gesehen, so rein schematisch, wie wir uns WeCompany vorstellen. Jetzt haben wir, ich sage jetzt mal für die IT-Infrastruktur, für Managed Service, nochmal ein bisschen aufgebröselt, wo wir sagen, das und das ist für die Kunden interessant. Man sieht hier so, wie wir uns das Bausteinprinzip in Fachbegriffen aussehen. Wir sehen hier die WeCompany-Plattform, die, ich sage jetzt mal, in kleineren Umgebungen auch die ganze IT abdecken kann. Wir haben Kunden, die im Büro einen Router stehen haben, wo sie sich mit WeCompany verbinden. Genau. Also wir haben Kunden, die im Büro einen Router stehen haben, die sich mit WeCompany verbinden. Außendienstmitarbeiter, die haben keinen Server mehr, die haben auch keine VPN-Verbindung mehr. Die verbinden sich mit WeCompany und arbeiten. Das ist die WeCompany-Grundplattform. Für kleinere Umgebungen oder auch für Umgebungen, die ihr E-Mail-System nicht selber managen, haben wir Office 365 mit Exchange, mit SharePoint, mit Lync. Dann bieten wir wieder Backup as a Service, Monitoring, Software as a Service an. Dann ist es in dem Bereich wichtig, Authentifizierung, Active Directory, Print-Server, File-Server. Es können Datenbanken hinzukommen. Jetzt ist aber so, wie will der Kunde darauf arbeiten? Es gibt immer wieder Sachen, wo Software installiert werden muss, wo ich sagen muss, das will ich nicht auf dem Client haben. Ich will jetzt vielleicht mein ERP-System nicht auf dem Client draußen installieren. Oder ich will auch nicht jeden Client warten. In dem Fall über die Microsoft Remote Desktop Services, Terminal Services, steht in WeCompany eine Terminal-Server-Farm der Kunden, da sind die Anwendungen des Kunden bereitgestellt. Die werden da gewartet, die werden da gepflegt. Gibt es dann verschiedene Module, wo der Kunde sagt, er pflegt es selber, er patcht es selber oder er gibt es komplett in Wartung und wir übernehmen es dann. Auf den RDS-Services laufen meistens dann auch Microsoft Office, Acrobatrie oder sonstige Programme, aber auch kundenspezifische. In Baustellenlösungen laufen da auch CAD-Programme, laufen auch verschiedene Viewer, läuft auch die Zeiterfassung. Und dann haben wir gesagt, bei größeren, deswegen auch Advanced, ist es so, dass sobald der weltweite Faktor ins Spiel kommt, kommt dann die Azure-Plattform hinzu, weil dadurch erst die Möglichkeit entsteht, es wirklich global anzubieten. Es gibt wenige Stellen auf der Welt, wo man sagen muss, da ist Azure oder ein Datacenter von Azure zu weit weg, dass ich hier die Performance nicht bekomme. Jetzt habe ich in 2-3 Folien mal unsere Cloud-Gedanken einfach dazu oder zusammengefasst. Es gibt so die großen, ich sage jetzt mal Cloud-Begriffe, das ist die Public Cloud, das ist, ich sage jetzt mal, auch jedes Mail-System. GMX früher, hat man gesagt, ist ein Mail-Provider, eigentlich ein Cloud-Anbieter. Wir wollen selber kein Public Cloud-Anbieter sein, weil wir sagen, das können größere besser, das ist auch nicht unser Portfolio. Das ist auch eher, wo wir sehen, das ist eher in einem privaten Bereich, wo jeder sagt, gut, die Daten schiebe ich hoch, die Bilder schiebe ich hoch, privates E-Mail-Konto. Wir sprechen bei uns immer von Service Provider Cloud oder auch Managed Service. Also ich mag das Wort Cloud auch nicht, weil
in dem Bereich bewegen wir uns eigentlich nicht, sondern ich sage immer Managed Service. Sie vertrauen uns einen Service an oder wir hosten den Service für Sie. Dass wir das Ganze hosten, das ist immer eine Sache, wo ich sage, das wird über die Jahre kommen oder die Umgebung muss dazu passen. Es geht eher so, Bausteine, Applikationen oder einfach einzelne Module. Aus der Erfahrung ist so, dass man immer deswegen auch die Bausteine mit so einem kleinen Baustein mal anfängt, sagt, man schaut sich das mal an oder verschiedenen Services, wo man dann auch mal sagt, kommen wir nachher dazu, auch ein Disaster Recovery Konzept. Ich habe meine Infrastruktur, bin eigentlich zufrieden, sage aber nur, oh, jetzt brauche ich mal ein System, wo im Notfall ich noch einen Mitarbeiter drauflassen kann oder wo ein Mitarbeiter im Notfall arbeiten soll. Da habe ich dann deswegen Service Provider Cloud, da habe ich bei meinem Service Provider meine Maschinen stehen, kann auch mein Domain Controller stehen, dass ich mich im Notfall wieder anmelden kann. Das ist der Service Provider Cloud Gedanke. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht connecten können zu einer Public Cloud, so wie Office 365, weil wieder aus dem Baukastenprinzip kann man sagen, dann nehme ich den Baukasten, den ich verschmerzen kann oder wo ich möchte, nehme ich hinzu, den will ich nicht haben und alles andere baue ich mir zurecht. Genau, Hosting und Outsourcing. Ein Hosting-Provider sehe ich eher typischer Mail-Anbieter. Der stellt mir genau einen Service zur Verfügung, kann er meistens ganz gut. Wenn ich eine Frage habe, habe ich meistens Pech gehabt oder habe ich einfach eine Reaktionszeit. Outsourcing-Anbieter, sage ich mal, möchten wir auch nicht sein, möchten wir auch in dem Ding nicht sein, weil Outsourcing heißt einfach, ich ziehe alles an mich und wenn's, der Weg zurück ist schwierig. Deswegen sprechen wir immer von Managed Service, weil es einfach um die Zusammenarbeit geht. Die Vorteile, deswegen, also steht noch Private Cloud, Service Provider Cloud. Die heterogene Kundenumgebung, die heterogene Umgebung, die on-premise stehen bleibt, die muss in die Cloud integriert werden, weil es macht ja keinen Sinn, ich baue ein Silo on-premise bei mir auf, ich baue ein Silo in der Cloud auf und Daten kann ich per Drag and Drop rüberschieben. Das ist so eine Sache, wo ich sage, nee, eigentlich will ich mich einmal anmelden an der Cloud oder will ich mich einmal im Unternehmen anbinden und wo die Services herkommen, kann dem End-User eigentlich egal sein. Der End-User will sein Outlook starten, wo das herkommt, ist egal. Wenn er sein ERP-System startet, dem Endbenutzer ist eigentlich egal, sondern er will klicken, aufmachen, wo das herkommt, wo das liegt, ist ihm eigentlich völlig egal. Höchste Grad der Automatisierung und damit Senkung der Betriebskosten. In der Service Provider Cloud macht es keinen Sinn, dass ich Maschinen allein von Hand installiere oder dass ich Services einfach von Hand aufsetze, sondern da laufen Prozesse dahinter, dass sie auch sagen können, ich will einen Service XY haben und ich will mit dem Service einfach in 2 Stunden online gehen. Ich will bei einem Postfach nicht 2-3 Stunden warten müssen, sondern ich will dem Postfach anlegen, will dem User eine E-Mail-Adresse geben, sie lesen ihre Personaldaten ein und es funktioniert. Optimierte Auslastung der Ressourcen. Da geht es darum, on-premise will ich meine Ressourcen auch so gut wie möglich auslasten. Bedeutet aber, ich habe immer einen Peak, ich kaufe mir die Hardware, rechne einfach damit und sage 2, 3, 5 Jahre. Am Anfang ist es zu viel, es wird immer weniger, weil immer mehr Benutzer kommen. Vielleicht gibt es einen Schwund, sind ein paar Benutzer wieder weg. Damit kann ich nicht skalieren. In dem Mischkonzept haben Sie den Vorteil, on-premise, die Hardware steht, ist normal gesized. Wenn Sie jetzt mehr Ressourcen brauchen, dann legen Sie die Ressourcen als Baustein in die Cloud, sagen, da brauche ich die Rechenleistung. Entweder für 24 Monate, vielleicht aber auch nur für 1 Monat oder auch Werkstudenten zum Beispiel. Die sind immer wieder da, sind immer wieder weg. Da kann ich sagen, die Postfächer schiebe ich, wenn sie nicht da sind, einfach ein bisschen zurück. Da brauche ich nicht so einen schnellen Zugriff. Erhöhte Betriebsausfallsicherheit, da ist es so, so eine Ausfallsicherheit wie im Rechenzentrum hier zu bauen, da brauche ich unheimlich Ressourcen, unheimlich Kosten, um mir das überhaupt aufbauen zu können. Hier ist so, dass es, dass wir und auch Azure Tier 3 und höher Rechenzentren haben, wo es dann einfach auch geht, die videoüberwacht sind, die, ich sage jetzt mal, extrem abgesichert sind. Und dann Flexibilität, das ist
in dem Bereich immer das Wichtigste, weil, wie ich gerade gesagt hatte, ich will halt auf einen User nicht 2 Stunden warten oder ich will auf eine Ressource, auch wenn ich eine VM benötige, will ich nicht wie früher den Bestellprozess machen, ich kaufe mir Hardware, ich installiere das alles. Klar, durch die Virtualisierung, durch Virtualisierungskonzepte geht es schon viel schneller als früher. Aber hier kann ich einfach sagen, ich drücke drauf, suche mir eine Maschine, also eine Windows-Maschine, suche mir aus dem Katalog das aus, drücke drauf und deploy die. Wenn ich Glück habe, könnte ich nach 15 Minuten arbeiten. Aber der Unterschied dann zur Public Cloud, ich kann die Maschinen anpassen. In dem Service-Provider-Cloud-Geschäft ist sehr viel, also es ist nicht alles möglich anzupassen, aber sehr viel, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen eine Maschine mit so und so viel Gigabyte Arbeitsspeicher haben oder so und so viel Festplatte, dann ist es deutlich einfacher, als zu sagen, in der Private Cloud, ich suche mir einen Provider, der das kann. In dem Fall muss ich halt immer einen Provider suchen, der das kann. Hier können Sie einfach einen Schieberegler und können auch, ich sage jetzt mal, eine kleine Schraube drehen und sagen, ich passe es an. Oder Sie sagen, es soll ganz anders aussehen und ich schiebe das hoch. Flexibilität bedeutet auch Altsysteme. Bei einem Public Cloud-Anbieter kriegen Sie ein aktuelles System. Wenn Sie jetzt aber sagen, wir haben ein ERP-System, das muss ich 10 Jahre vorhalten, können Sie hier auch sagen, wir kaufen uns den Baustein, schieben unser altes ERP-System mit einer Anbindung an die Domäne nach außen, fahren das runter, zahlen weniger Ressourcen. Wenn wir das 1-2 Mal im Jahr brauchen, fahren wir das wieder hoch, schauen uns das an, lassen die und die Benutzer drauf, die schauen sich das an, ziehen die Daten raus, danach fahren wir wieder das runter. Das werden sie bei einem Public Cloud-Anbieter einfach nicht, das können die nicht handeln. Jetzt so der Worldwide Cloud-Gedanke. Das eine war, ich sage jetzt mal global in Deutschland, vielleicht Europa verfügbar. Im Praxisbeispiel sehen wir, die Anforderungen waren weltweit. Da geht es auch immer mehr darum, dass es so Hybridmodelle gibt. Ich habe meine eigene Infrastruktur, ich habe Teile vielleicht aus Public Cloud wie Office 365, wie Microsoft Intune und ich habe Private Cloud Bausteine, wo ich sage, da will ich, dass die Daten in Deutschland liegen, da will ich, dass ich die Maschinen oder auch die Services einfach selber konfigurieren kann, wo ich sage, ich will die kleine Schraube drehen, das kann ich mir dann hier raussuchen oder ich will eine Datenbank haben, die so und so aussieht, das kann ich in den Private Cloud-Gedanken einfach abdecken. Die Vorteile, nahezu weltweit verfügbar, einfache Skalierbarkeit bei hoher Performance, ausgezeichneten Kosten-Nutzen-Effekt, zentrale Datenhaltung auf deutschem Boden unter Einhaltung deutscher Rechtsformen, zentrales Backup auf deutschem Boden, zusätzliche Replikation in 2 bis 3 verschiedene Datencenter, extrem performante User Experience. Bei der Weltweit Cloud kommt es dazu, wenn hier jemand arbeitet, er arbeitet auf dem ERP-System, dann ist es bei dem Endbenutzer am Schreibtisch einfach so, der klickt drauf und will das haben. Ein User, mit IT-Hintergrund sagt, gut, wenn ich eine Minute warten muss, ist auch noch okay. Aber wenn ich jetzt einen Benutzer aus Asien habe und er arbeitet hier, dann muss ich sagen, wenn er 10 Minuten wartet auf sein ERP-System, der sagt dann irgendwann, nö, mache ich nicht mehr, das muss anders gehen, schreibt seine Daten in eine Mail, hier muss jemand eintragen. Durch den weltweit Cloud-Gedanken ist es so, dass die Services zum Anwender gebracht werden, so nah wie möglich, dass einfach die Latenzen, die Performance, die das Internet dann doch nicht mitbringt, einfach so weit zu dem Benutzer hingeschoben werden, dass sie so schnell wie möglich arbeiten können, aber in der Datenhaltung, ich sage jetzt mal, nur das haben, was wirklich im Ausland gelagert sein muss und was man praktisch in Deutschland bleiben muss, bleibt dann in Deutschland. Bei dem wirtschaftlichen Gedanken, wenn ich über Cloud spreche, ist es immer ganz schwer, nur rein wirtschaftlich zu sehen. Ist eine Cloud billiger, ist eine Cloud teurer? Das kann mal so ausgehen, das kann mal so ausgehen. Wenn ich die Punkte wie User Experiences, User Performance mit reinnehme, geht der, ich sage jetzt mal, weltweite Cloud-Ansatz immer so, die Kosten halten sich in der Waage. Aber die User Experience wird viel schneller, weil allein die Viertelstunde, die der User in Asien dann
schneller arbeiten kann, wo seine Laune nach oben geht, ist einfach ein Gewinn, den man, ich sage es mal, manchmal schwer messen kann, aber der so in Umfragen oder auch, also ich merke es bei uns auch selber, wenn ich eine kleine Applikation starten will und es geht sofort auf und ich kann das machen und ich fahre jetzt mit dem Zug durch die Gegend oder fahre irgendwo im Urlaub und das geht sofort, dann sage ich, ja gut, mache ich das, arbeite es noch abends. Wenn ich halt merke, es geht nicht, dann lasse ich das sein. Und deswegen ist es schwer, allein den Cloud-Gedanken an messbaren Zahlen festzumachen. Aber die User Experience, die einfach auftritt, wo der User schnell arbeiten kann, das ist ein unschätzbarer Wert. Wir haben jetzt, oder ich habe dazu ein Kundenbeispiel, der so den weltweiten Gedanken lebt. In der nächsten Folie kommt auch, um welchen Kunden es sich handelt und warum das so ist. Der Kunde wollte ein flexibles Abrechnungsmodell. Das ist auch ein Punkt, den wir eigentlich grundsätzlich immer mit anbieten, mit einplanen. Das bedeutet, der User reportet am Monatsende, ich habe jetzt 100 User, im nächsten Monat 110, mal mehr, mal weniger. Es gibt dann praktisch ein Paket. In dem Paket ist für den User genau die und die Leistung enthalten und kann das nutzen. Wenn mehr User dazukommen, schiebt man den Regler nach oben. Im Hintergrund werden auch Ressourcen nach oben geschoben. Das bedeutet, wenn Sie dann 200 User haben, bleiben die Ressourcen nicht gleich, sondern die Ressourcen steigen an, müssen sich nicht drum kümmern. Dadurch, dass es um ein längeres Projekt ging, wollte der Kunde auch eine Preisstaffelung, wo er gesagt hat, wenn wir jetzt plötzlich einen Sprung machen auf 500 User, wollen wir das und das haben. Und für die Flexibilität will er auch Nachlässe haben. Anforderung war flexible Einwahl weltweit von jedem Standort. Sobald es irgendwie Internet, UMTS vorhanden ist, wollte er auf der Umgebung arbeiten. Er hatte spezielle Anforderungen an Software, Hardware, Performance. Globale Zusammenarbeit war gewünscht. Das war einfach auch, dass in dem Projekt praktisch rund um den Globus Mitarbeiter beteiligt waren. Und die sollten auch zusammenarbeiten können. Flexibles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, da war auch gewünscht, dass, ich sage es mal, durch die Zeitverschiebung der Kunde auch Einwahlpunkte, Supportpunkte auf der Welt hatte und die Bereitstellung der Umgebung oder auch Erweiterungen hat einfach just in time sein sollen. Genau. Das Beispiel kommt aus der Baubranche, großer Baukonzern aus Österreich und Deutschland. In dem Fall die Strabag Tunnelbau baut weltweit von Straßentunnel, Eisenbahntunnel auch verschiedene Minensysteme. Die hat bei dem Projekt Mitarbeiter gehabt in Österreich, Italien, Deutschland, Chile, Amerika und teilweise auch mobile Arbeiter weltweit. Wir haben das Projekt abgedeckt über WeCompany, über unsere eigene Plattform, in Zusammenarbeit mit Microsoft Azure. Die Beschreibung des Projektes, das ist so eine kleine Geschichte aus der Baubranche. Ich kannte mich davor auch nicht so aus. Früher war es so, jeder Mitarbeiter, der an dem Projekt gearbeitet hat, ist zu dem Projekt gezogen, hat das Projekt abgewickelt, ist wieder weitergezogen. Bei dem Projekt in Italien ist es so, dass sehr viele Mitarbeiter extern arbeiten, auch aus Amerika, auch aus Chile, die eine Kleinigkeit machen müssen. Die arbeiten 2, 4, 6, 8 Monate im Projekt, arbeiten im Homeoffice, machen Zeichnungen, machen Kalkulationen, machen verschiedene Dokumente, sind dann aus dem Projekt wieder raus. Und so war einfach die Möglichkeit, dass sie ihre Teile erfüllen, egal wo sie weltweit sind. Hier geht es jetzt um ein riesengroßes Bauvorhaben. In den Hochzeiten sind 400 Ingenieure weltweit damit beschäftigt, die gleichzeitig an verschiedenen Teilabschnitten arbeiten. Auch die IT auf der Baustelle hat sich verändert. Die IT früher auf der Baustelle war riesen Baubüros, riesen Server. Eigentlich wurde der Serverraum von Bauabschnitt zu Bauabschnitt wieder weitergekarrt. Jetzt ist es so, dass auf den Baustellen gibt es Einwahlknoten, am Anfang auch mit dem Mobilsystem. Da gibt es dann einfach nur eine UMTS-Verbindung, bis mal Kabel gelegt werden. Am Anfang steht eine Baracke. Die Baracke wird dann immer weitergezogen. Später kommt eine Internetverbindung hinzu. Und so wurde einfach die Möglichkeit geschaffen, dass die Mitarbeiter, egal wo sie sind, sie connecten sich auf die Plattform, machen ihre Tätigkeiten und
wenn Systeme benötigt werden, wie CAD-Systeme, die stehen dann in dem Fall lokal bei dem User auch zu Hause oder im Homeoffice, die machen ihre Zeichnungen, laden Daten hoch und runter, tragen ihre Zeiten ein, tragen ihre Projektabschnitte ein und arbeiten so. Genau, nochmal kurz die technische Umsetzung. Aufbau einer privaten Cloud-Lösung für die Baustelle, für das Projekt. Globale Einwahlpunkte weltweit für den Remote-Zugriff. Da ging es vor allem um Latenzen, dass Sie auch Pläne schnell abrufen können, öffnen können. Dann war die Vernetzung wichtig, weil der Kunde keine Silos möchte, sondern die Datenhaltung auch sollte zentral sein. Das Dokument durfte es nur einmal geben. Dann Ausrollung von standardisierten, angepassten Maschinen. Da ist auch so, dass der Kunde gesagt hat, wo die Umgebung steht, ist mir völlig egal. Sondern ich will Maschinen vorbereiten. Die Maschinen sollen je nach Auslastung auch deployed werden. Wenn jetzt weitere Remote-Desktop-Server brauchten, dann will der Kunde sagen, ich bestelle die, 4 Stunden später soll die Maschine da sein. Das war nur möglich, dass alles standardisiert ist. Aber nicht standardisiert nach unseren Vorstellungen, sondern standardisiert nach Kundenvorstellungen. Genau, Bereitstellung zentralisierte Zugriffssteuerung, Single Sign-On, weil teilweise auch schützenswerte Daten da liegen, nicht nur Bauzeichen, sondern Lohnabrechnung, solche Geschichten, sollte immer eine Plattform geben, einen Zugriffspunkt. Die Mitarbeiter connecten sich, kriegen in dem Fall einen SMS-Token, melden sich geschützt nochmal an, arbeiten auf ihren Daten. Bereitstellung globales Load Balancing, da ging es darum, dass gewährleistet sein muss, wenn jetzt ein Mitarbeiter aus Asien kommt, dass er auch in Asien arbeitet oder wenn jemand aus Amerika kommt, dass er auch über Amerika arbeitet, nicht dass einfach, ich sage jetzt mal, der Zugriffspunkt wird nicht erkannt, sondern er kommt jetzt wirklich in Deutschland raus und hat wieder genau die gleichen Performance-Probleme. Durch das globale Load Balancing wird einfach der Punkt, wo er herkommt, erfasst, über den Punkt wird er verbunden und dann arbeitet er auf seiner schnellstmöglichen Umgebung. So sah das schematisch aus. Das ist so, dass unsere Rechenzentren oder unser Rechenzentrum in Frankfurt stand zu dem Zeitpunkt. Inzwischen haben wir auch eins in Stuttgart. Wir haben auch eins in Reutlingen. Man sieht hier die Punkte Chile, Amerika, Österreich. Die Baustelle in der Mitte in Italien. Microsoft Azure für die verschiedenen Zugriffspunkte. Hier ging es vor allem um Bauzeichnungen, auch Office-Dokumente. Da ging es ganz viel darum, Verfahrensbeschreibungen zu schreiben. In Chile saßen Mitarbeiter, die nur Verfahrensbeschreibungen geschrieben haben und die mussten sehr viele Office-Dokumente miteinander austauschen, die dann in Österreich geprüft worden sind, wieder hochgeladen worden sind, in Azure bearbeitet worden sind und dann wieder abgelegt worden sind. So sieht es schematisch in WeCompany aus. Man sieht einfach, der Plan kann auch eine On-Premise-IT sein, viele verschiedene Server. Hier ging es in der Mitte drum, eine Citrix-Umgebung, verschiedene Lizenzserver, SQL-Datenbanken, verschiedene Firewall-Systeme, auch File-Server. Man sieht es hier, dann die Anmeldung über SMS-Token, 2-Faktor-Authentifizierung und das fast genaue Ebenbild der Umgebung stand in Microsoft Azure, wo auch ein kompletter Ausfallpunkt stand. Wäre WeCompany ausgefallen, wäre Azure komplett eingesprungen, wäre Azure ausgefallen, wäre WeCompany eingesprungen. Jetzt haben wir sehr viel über Cloud, über gesamte Konstrukte gehört. Jetzt wollten wir heute aber das Bausteinprinzip einfach mal aufnehmen. So wie am Anfang gesagt, ist die Möglichkeit heute zu sagen, ich source aus und nehme alle meine IT, alle Server, alle Hardware, die ich habe, schiebe ich in die Cloud, vergesse meine Hardware und lasse alles so machen. Das funktioniert, ich sage jetzt mal, bei einem Schreibbüro vielleicht gut, weil ich dann eine ganz begrenzte Anzahl an Applikationen habe, vielleicht wenig Standorte habe. Das kann ich einfach machen. Aber bei anderen Services sieht es schwer aus. ERP-Systeme kann ich nicht einfach mal so outsourcen. Zugriffssteuerung, auch Türsteuerungen, ganz schwer, weil es muss ja irgendeine Verbindung da sein. Wenn jetzt das Internet weg ist und ich komme nicht mehr in mein Haus rein oder in meine Firma rein, ist eher ungünstig. Deswegen so das Bausteinprinzip, wo man sagt, man hat einen ganzen Baukasten, man sucht sich die Bausteine raus, die ich am besten brauchen kann, die ich jetzt nutzen kann,
kann auch den Vorteil haben, ich kann es einfach mal probieren. Ich nehme mir einen Baustein, teste, wie gut es geht, teste, wie gut meine Internetleitung ist, teste, wie gut ich das cachen kann und dann stocke ich immer weiter auf. So. Cloud-Gedanke, Sicherheitsgedanke. Sowohl in WeCompany auch wie in Azure bekommt bei uns jeder Kunde eine eigene Firewall. Wir verschlüsseln alle Daten in WeCompany und Azure. Jeder Kunde hat eine eigene VPN-Verbindung. Also bedeutet, der Einstieg, der Ausstieg ist für jeden Kunden ein eigener. Da gibt es auch keine gesharte Hardware, keine gesharten Instanzen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung für WeCompany und Azure bieten wir immer mit an. Es gibt Kunden von intern, die sagen, gut, von intern will ich mich nur einmal anmelden. Von extern über ein Smartphone, über ein Tablet oder sonstiges will ich das immer haben. Da funktioniert es einfach so. Ich bekomme entweder eine SMS, einen Anruf, sonstiges. Bei meiner Anmeldung habe ich ein zusätzliches Feld und gebe einfach entweder einen PIN-Code ein, gebe ein Passwort ein, kann ich frei steuern. Ich kann dann auch sagen, gut, ich bin jetzt im Ausland unterwegs, aber dadurch, dass die Services global verfügbar sind, kriege ich den Anruf trotzdem, die SMS kommt trotzdem und ich bekomme das einfach. Genau. Zusätzliche Verschlüsselung mit Microsoft-Mitteln oder mit Third-Party-Tools sind möglich. Also wir haben Anforderungen, wo wir auch Daten vollständig verschlüsseln, wenn BitLocker nicht reicht. Genau. Jetzt ein Baustein der Sicherheitsgedanke, wie ich gerade gesagt habe. Jeder Kunde hat bei uns seine eigene VPN-Verbindung, seine eigene Firewall. In Azure sieht es genauso aus. Auch die Remote Worker, die verbinden sich jetzt, ich sage jetzt mal in dem Bild zu Microsoft Azure, wenn die jetzt aber in Deutschland wären, dann würden die sich je nach On-Premise verbinden, in die eigene Location oder zu WeCompany. Da wird auch nichts geshared oder nichts gesagt, ich mache ein Load-Balancing über verschiedene Firewalls, sondern der Kunde hat eine eigene geload-balance, redundante Umgebung und darüber funktioniert der Zugriff. Der nächste Baustein ist mobile Arbeiten. Wir hatten vorher gesagt, das Arbeiten in der Firma, das Arbeiten über Citrix, Arbeiten über Terminal ist, ich sage jetzt mal, wenn man sieht, 20 Jahre alt. Es hat immer funktioniert. Es gab Zeiten, es war mehr, es war weniger. Wenn ich einen Baustein auslage und sage, ich habe jetzt meine Citrix-Umgebung mit einem ERP-System, was ich redundant halten will, in WeCompany oder in Azure, dann funktioniert das Arbeiten, ich setze mich an den Rechner und arbeite auf dem ERP-System, funktioniert. Aber ich bin jetzt unterwegs und will irgendwie Kennzahlen raussuchen. Dann fahre ich nicht in die Firma oder verbinde mich mit meinem Rechner in die Firma, sondern mobiles Arbeiten. Ich gehe auf ein Portal, Microsoft Terminal Service, Citrix, verbinde mich drauf, muss sieht es hier auch mit dem Passcode, bekomme meinen Passcode per SMS, verbinde mich drauf, mache die Applikation auf, die ich brauche oder nutze den Service, den ich brauche. Es kann oft auch nur sein, dass ich einfach ein Dokument aufrufen will. Ich habe ein Dokument vergessen, will mir das aber nicht per Mail schicken oder will das Dokument noch bearbeiten. Melde ich mich an, bearbeite das Dokument, speichere das wieder ab. Da ist so, ich kann mit den gängigen Betriebssystemen oder auch gängigen Mobilgeräten auch eine VPN-Verbindung aufmachen, wenn ich irgendwas Größeres managen will oder managen muss. Und ich sage, hier geht es nicht um eine Datei, sondern ich sage mal im Managing-Bereich, ich muss einen Server on-premise runterfahren, muss einen Server neu starten, will ein Backup kontrollieren. Gehe ich auf mein Mobiltelefon, baue einen Client auf, verbinde mich hierher, führe meine Tätigkeit durch und stelle es wieder ein. Das ist aber, ich sage jetzt mal vom Arbeiten her, das wird immer weniger, sondern auch wir melden uns übers Tablet an, können eine Kundenumgebung kontrollieren, melden uns wieder ab, funktioniert. Der nächste Baustein ist Disaster Recovery as a Service. Kommt aus dem Bereich, ich habe eine On-Premise-Infrastruktur, will aber redundant sein, will sagen, mein Rechenzentrum 1 brennt ab. War es in der Vergangenheit immer so, ich habe in einem anderen Brandabschnitt einen zweiten Serverraum aufgebaut, ein zweites Rechenzentrum aufgebaut, vielleicht an einer ganz anderen Location. Die Kosten für das zweite Rechenzentrum waren, ich sage jetzt mal, gut, es war weniger ausgestattet, es war aber einfach
ein Kostenfaktor. Ich habe den vorgehalten. Zum Glück sind dann über 10 Jahre schon nie was passiert. Aber wirklich die zweite Ressource gebraucht. Vielleicht einmal, vielleicht gar nicht. Hier ist unser Konzept und auch so ein Baustein, wo ich sage, ich suche mir die Services raus, die ich brauche, um das Unternehmen überlebt. Das kann ein MAE-System sein, das kann das ERP-System sein, das kann verschiedene Fileshare sein, das kann, dass ich mich überhaupt anmelden kann, mein Domain-Controller sein. Die Services identifiziere ich und die Services lagere ich in WCompany oder in Azure oder wenn ich es doppelt und dreifach haben will, auch in WCompany und Azure aus. Schiebe die Ressourcen aber so weit nach unten, dass ich hardwaretechnisch in dem Fall wenig Speicher brauche, wenig CPU-Last, einfach das einfach runterfahren. Wenn ich dann sage, jetzt ist der Tag X, ich brauche das, dann habe ich die Möglichkeit einfach zu sagen, jetzt müssen 10 Leute drauf arbeiten. Dann muss ich einfach Ressourcen buchen, schiebe die Ressourcen virtuell nach oben, kann das nutzen, kann auch dann einfach die Daten praktisch abrufen, so arbeiten. Springt es dann das SaaS-Recovery-Konzept an und in dem Moment, wo ich wieder lokal verfügbar bin, baue ich nach einem größeren Ausfall die Hardware wieder auf, habe aber die Ressourcen wie mein Anmeldeprozess, alles noch da. Spiele den Anmeldeprozess wieder zurück, schiebe den zurück, fahre dann die Ressourcen wieder auf minimal runter und kann dann wieder ganz normal arbeiten. Das ist so ein Prozess, der, ich sage jetzt mal, mit dem zweiten Rechenzentrum unheimlich aufwendig war, der hier, ich sage jetzt mal, die Identifizierung des Services und das Arbeiten, wie ich später arbeiten will, ist größer als die Ressourcen einzurichten und aufzubauen. Und vorzuhalten ist dann sehr einfach, die Ressourcen laufen auf einem minimalen Stand. Und wie gesagt, sobald ich es brauche, schiebe ich es hoch. Über das Monitoring ist es auch möglich zu sagen, der Ausfall wird erkannt. Ich gehe davon aus, dass ein Ausfall stattfand und fahre automatisch die Ressourcen hoch. Dann wird, wenn ein Mitarbeiter anruft, kennt er den Notfallplan, verbindet sich dahin, kann arbeiten, ohne dass es zu Performance-Problemen kommt. Backup zentral verteilt weltweit. So die typische Backup-Struktur sieht noch so aus. Ich habe meine lokalen Ressourcen, ich habe mein lokales Backup-System. Bei verschiedenen Rechenzentren, größeren Locations, ist auch jetzt schon oft so, dass die Backup-Daten jeweils an die verschiedenen Locations gespiegelt werden. Hier muss ich halt immer abwägen, was kostet mich der Backup-Prozess, was kostet mich die Datenverhaltung. Will ich das selber managen, kann ich das selber managen? Oder will ich nicht sagen, ein Teil der Daten, die ich schnell brauche oder die ich immer mal wieder brauche, wo ich weiß, das händ ich bei mir, aber alles andere, was in Langzeitarchivierung, Langzeitdatenschutz, Auslagerung geht, da nehme ich das Modul und sage, liebe Terabit, liebe Microsoft Azure, die und die Daten will ich haben, will die über 1, 2, 3, 4 Jahre vorhalten, in den und den Versionen und schiebe das einfach raus. In dem Fall ist es einfach ein Prozess, der dann heißt, 30 Tage vorhalten, die und die Versionen, 1 Jahr vorhalten, die und die Versionen. Wenn ich die Daten nicht mehr benötige, kann ich sie löschen und zahle letztlich auch nichts mehr. Das ist einfach wieder so das Pay-Per-Use-Modell. Identity Services. Da ist so, ich setze mich morgen jetzt an meinen Rechner, will mich an meinem Rechner anmelden. Zu Hause kein Problem, es gibt einen lokalen Benutzer, der lässt mich genau das machen, was ich darf. Im Unternehmen habe ich zur Authentifizierung Microsoft-Umfeld Active Directory, sonst LDAP. Wenn mein Active Directory nicht verfügbar ist, kann die ganze Firma da sein, kann alles laufen, ich kann mich einfach nicht anmelden. Ich will das weltweit verfügbar haben, will aber meine Benutzer nur bei mir haben. Ich will zusätzlich auch noch kontrollieren, wer wann was gemacht hat, ob er sich anmelden kann, will es aber nicht lokal machen, sondern will einfach im Portal sagen, die User aus Asien, die aus Amerika können sich anmelden, können genau das und das tun. Die Multifaktor-Authentifizierung kommt dazu. Bei dem Baustein Identity Services ist so, dieser Part ist lokal, mein eigener Anmeldeserver. Jetzt habe ich aber Office 365, jetzt habe ich andere Anbieter, jetzt habe ich auch User wieder auf anderen Kontinenten. Hier habe ich die Möglichkeit zu sagen,
Ich nehme meinen Anmeldeserver oder meine Anmeldedateien, schleife die über den Cloud-Baustein durch und melde mich irgendwo an. Jetzt würde ich kommen, gut, ich will hier eigentlich meine Anmeldedaten nicht liegen haben. Ist in dem Fall auch nicht so, sondern der User verbindet sich gegen einen Cloud-Baustein. Der Cloud-Baustein fragt nur, wo der User liegt, ob es den User überhaupt gibt. Der User wird im lokalen System angemeldet und nur der Anmeldetoken, dass er das darf oder nicht darf, wird über die Cloud nach oben geschoben. Klar, hier fließen Daten, muss ich mir überlegen, will ich oder will ich nicht, aber hier liegen keine Passwörter, hier liegen keine Benutzernamen, hier liegen auch nicht Daten aus dem Active Directory selber. Also hier ist die Sicherheit zu sagen, wenn ich hier rankomme, komme ich an verschiedene Tokens ran, aber niemals an das Passwort, niemals an den Benutzer, niemals an die E-Mail-Adressen. Hat auch den Vorteil, so wie jetzt Office 365 Intune oder auch Business Applications. Viele Applications oder viele Anwendungen im Internet können daran angedockt werden und ich kann mich an dem, ich sage jetzt mal, Shopportal anmelden. Ich kann mich an dem internen Intranet-Portal anmelden. In dem Fall ist es egal, wo es steht. Ich kann den Baustein nutzen, kann mich anmelden. Genau, hatten wir vorher besprochen. Einheitliches Sizing der Maschinen in WCompany und Azure. Upgrade, Downgrade der Maschinen. Das ist so, technisch geht es nicht anders, wenn Sie die Ressourcen, man sieht es auch hier, kleine Ressource hat eine Shared CPU, hat eine eigene CPU. Das ist rein ein technisches Problem, dass Sie eine Maschine größer und kleiner schieben können. Das technische Problem ist einfach ein Neustart. Hier können Sie auch spielen, wenn Sie eine SQL-Datenbank haben für einen Zahlungslauf oder einfach vor Weihnachten wollen Sie eine Auswertung machen. Dann können Sie sagen, am 20. fange ich an, schiebe die Maschine extrem hoch, starte die Maschine neu, lass die Auswertung laufen. Am 23. bin ich fertig, schiebe es runter, starte die Maschine neu und zahle dann für die 4-5 Tage einfach in dem Modell einfach mehr. Danach wieder genau den gleichen Preis. Technisch, wie gesagt, ist der Neustart erforderlich und es ist einfach nur eine Preisfrage, was ich einfach haben möchte. Wenn Sie jetzt sagen, gut, ich brauche das länger, ich brauche es kürzer, ist einfach, wie gesagt, einfach nur ein Handling-Prozess. Erschaffung einer Staging-Umgebung in Microsoft Azure. Staging-Umgebung ist so die klassische Testumgebung oder auch klassische Probierumgebung. Ich sage es mal auch aus unseren Zeiten selber. Es war immer so, man hat sich Hardware gekauft, Hardware, ich sage es mal, kleiner ausgestattet, nebenhergestellt oder hat sich auch eine Umgebung aufgebaut, wo ich einfach was geprüft habe. Bei ERP-Systemen, bei Datenbanksystemen ist es gang und gäbe, dass nebenher einfach eine Staging-Umgebung läuft, da wird was eingespielt, wird was geprüft. Die Staging-Umgebung brauche ich oft aber nur phasenweise, ein, zwei Monate mal nur einen Tag und im Haus hätte ich eine riesen Ressource, die einfach steht, da wird sie wieder gebraucht, steht sie wieder, die Wartung der Maschinen, die Wartung der Hardware fällt immer an. Und hier besteht einfach die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Produktivumgebung, ich mache mit Mitteln, die ich automatisieren kann, einen Klon, fahre den Klon hoch, ich kann auch den Klon dann wieder wegwerfen, sagen zwei Monate später mache ich nochmal einen Klon, schiebe dann genau für den Test die Umgebung hoch, lasse die Umgebung laufen, habe einfach dann die Ressourcen, die ich brauche, danach schiebe ich sie wieder zurück. Was da auch noch den Vorteil hat, dadurch, dass Sie eine Verbindung zu Ihren Systemen haben, können Sie auch sagen, ich nutze zu dem Test die Originalanwender. Ich brauche nicht nochmal Passwörter, ich brauche nicht nochmal Benutzernamen. Auch der Entwickler muss ich nicht nochmal anmelden, sondern das ist miteinander verknüpft. Genau, Verwaltung wie Company. Ist eher eine technische Folie. Wenn ich eine Maschine anlegen will oder auch eine Ressource anlegen will, einen User anlegen will, brauche ich nicht viele Oberflächen, verschiedene Sachen, sondern ich habe ein einheitliches Portal, was, ich sage jetzt mal, schon einige Punkte hat, aber ich suche mir den Punkt raus, kann bei vielen Sachen einfach aus dem Katalog wählen, kann sagen, gut, den Benutzer lege ich an, ich definiere auch Benutzer, ich kann einfach sagen, ich baue mir verschiedene Templates, verschiedene Rollen. Oder ich schaue in dem großen Katalog, vielleicht hat jemand von mir schon mal die Anforderung gehabt, hat so eine Maschine schon mal gebraucht, hat so einen Service schon mal gebraucht. Suche mir die aus dem Katalog raus, schaue, was ich noch machen muss, drücke drauf, der Service ist verfügbar. Ich merke, oh, der Service ist gar nicht für mich.
dann stampfe ich den Service wieder ein. Und in dem Fall habe ich halt minimal einen Aufwand gehabt und auch minimal Kosten verursacht. Sehr viele Demo-Umgebungen, sehr viele Demo-Systeme, die ich früher runterladen musste, einrichten musste, starten musste, Benutzer anlegen musste, sind einfach vorhanden. Ich drücke drauf, meistens 3 bis 10 Minuten ist eine Maschine da und kann auch ein CM-System, kann auch ein komplexes Datenbanksystem einfach mal testen. Zentrales Monitoring. Das ist das Monitoring, ich sage jetzt mal grob im Überblick, was Microsoft Azure mitbringt. Es gibt verschiedene Erweiterungen. Wir haben unser Monitoring, was wir als Monitoring as a Service anbieten, und haben jetzt gesagt, 2 Monitoring-Portale will ich wirklich drauf schauen, will ich wirklich mal da schauen, zeig mir das richtigen Wert an. Sondern unser Portal als Service greift auf Microsoft Azure zu und ist dann im Abschluss ein einheitliches Frontend. Das zeigt Ihnen dann die Ergebnisse an, wo Sie sagen, ich will gewarnt werden, wenn Maschinen nicht verfügbar sind. Ich kann aber auch sagen, wenn ein Benutzer sich mehrfach falsch angemeldet hat, dann will ich eine Mail bekommen. Ich will das nur bekommen, wenn es verschiedene Key-User sind oder wenn es die Finanzabteilung sind oder einfach auch, wenn die Internetverbindung zu langsam ist. Oder ich jetzt sage, hier auf dem europäischen Kontinent kann jeder arbeiten, aber das Seekabel ist abgerissen und der in Amerika kann jetzt mal nicht drauf zugreifen. Das kann ich mir einstellen. Das ist ein Portal, auch sehr einfach. Ich sehe es dann immer wieder so als Baustein. Wir haben das Portal auch bei uns auf dem Mobiltelefon mit dabei. Man klickt drauf, schaut sich das immer mal wieder an, schaut da mal abends drauf, sieht alles grün, alles gut. Wenn es nicht grün ist, kann ich mir die Meldung anschauen, kann es weiter delegieren. Patch Management ist ein Thema, die Geräte, die unterwegs sind, Außendienstmitarbeiter. Meistens ist es bei den Geräten so, die kommen manchmal einmal im Monat, manchmal einmal im halben Jahr kommen die in die Zentrale. Ich habe das Problem, ich habe eine Compliance-Anforderung und will die auch durchsetzen. Wenn ich das lokal mache, bei der Großteil der Außendienstmitarbeiter oder auch auf Mobiltelefonen, auf Tablets, hören wir nachher im anderen Vortrag, ist es ganz schwer, die Compliance einfach einzuhalten, weil der User unterwegs ist, der hat oft Anforderungen, die will er durchsetzen oder muss er auch durchsetzen, dass er irgendwie arbeiten kann. Deswegen haben wir gesagt, einfach das Patch-Management lokal kann man nicht mehr sehen. Das ist ein Baustein, funktioniert, aber ich will ja auf jeden Mitarbeiter, auf jedes Laptop, auf jedes Außendienstmitarbeitergerät einfach Patches draufbringen, Software draufbringen. Deswegen ist so, dass wir das als Service anbieten. Wir haben zentral in den verschiedenen Standorten Patch-Management-Server. Da kann ich entweder eigene Clients anbinden, kann aber auch meine ganze Umgebung anbinden und kann einfach sagen, ich will es selber verwalten, aber der Zugriff soll öffentlich erfolgen. Oder ich will, dass die Terabit sich darum kümmert, will, dass die Terabit auch die Windows-Updates testet, dass es auch auf verschiedene Systeme mal einspielt, einfach testet, gibt es Probleme mit verschiedener Software. Oder ich will die Patches heute mal da ausrollen, morgen mal da. Das ganze Handling, das ist wieder so ein weiterer Baustein. Virtuelle Netzwerke wird jetzt sehr technisch. Soll aber nur aufzeigen. Früher hatte ich so, wenn ich eine Maschine oder ich sage jetzt mal immer eher nicht eine Maschine, sondern ein Service, wenn ich einen Service von Reutlingen nach Frankfurt geschoben habe, hat sich in der Maschine innen drin alles verändert. Die waren anders erreichbar, ich musste umkonfigurieren, ich musste dem Benutzer nur versagen, greife jetzt so drauf zu. Und am nächsten Tag kann sein, greife heute mal so drauf zu, so drauf zu. Die ganze Schicht vom Netzwerk hat sich so weit verändert, dass das Portal nach außen und auch die Applikation nach innen quasi immer den gleichen Zugriff hat. Das wird gesteuert, dass es eine andere Ebene der Netzwerkkommunikation gibt und die dann miteinander kommuniziert. Das, was aber in den Services passiert, ist immer das Gleiche. Das ist dann einfach wirklich wie eine andere Schicht, die dazwischen liegt. Auch ein Exchange-Server, ein E-Mail-System, der reagiert, ich sage es mal, nicht so einfach, wenn ich einfach mal die Adresse ändere und es verschieben würde. Dadurch, dass ich es aber global machen will, drücke ich drauf, verschiebe die Maschine im Hintergrund, passiert was, legt eine Folie dazwischen, in der Maschine selber, aber es ist immer gleich. Genau. Keep IT simple and store it simple. Soll damit aufzeigen,
Es gibt Möglichkeiten zu sagen, ich habe hier Daten. Ich will meine Daten in Microsoft Azure lagern, will meine Daten in WCompany lagern. Da gibt es dann einfach Lösungen, zu sagen, ich arbeite nur in Azure, ich arbeite nur in WCompany. So ein Backup will ich aber meine Daten auch wieder zurückhaben. Das bedeutet, ich vertraue der Cloud, aber im Haus ist doch besser. Und das ist dann einfach eine Appliance, die die Daten von Azure wieder zurückzieht. Die liegen dann lokal beim Kunden, liegen dann lokal bei Ihnen und Sie können im Notfall einfach sagen, ich ziehe den Stecker zu Azure, ich ziehe den Stecker zu WCompany, kann mir hier Daten anschauen, kann damit arbeiten. Genau. Meine letzte Folie, durch die ganzen Bausteine ist es überhaupt möglich, die Flexibilität nach oben zu bringen, transparente Kosten und auch eine Investitionssicherheit, weil letztlich bei den Bausteinen, da kann ich halt Ihnen immer sagen, der Baustein umfasst das und kostet genau so und so viel. Wenn Sie den 12 Monate nutzen, ist er günstiger, für einen Monat kostet er einfach mehr, aber es ist einfach kalkulierbar. So. Gut, vielen Dank. Danke an der Stelle. Danke schön.